In diesem Video geht es um Potenzfunktionen. Wir wollen diese kennenlernen und uns anschauen, wozu die eigentlich gut sind. Ich möchte die Potenzfunktionen mit sogenannten ganz rationalen Funktionen motivieren. Das wird jetzt eine Gruppe von Funktionen sein, die uns demnächst auch länger beschäftigen wird. Die Potenzfunktionen sind sozusagen Bestandteile, Bausteine, aus denen man ganz rationale Funktionen bauen kann. So, wir haben uns schon lineare Funktionen angeschaut. Das waren Funktionen vom Typ f mit einer Funktionsvorschrift f von x ist gleich m mal x plus n. Was ich hier machen möchte, ist diese Symbole m und n durch andere Symbole zu ersetzen. Einfach die Buchstaben möchte ich hier umbenennen. Und zwar das m möchte ich durch a1 ersetzen und das n durch a0. Das hat jetzt den Vorteil, dass man sich die Buchstaben sparen kann. Man braucht nur einen Buchstaben und die Nummerierung ist so gewählt, dass es zu den Exponenten von x passt. Wie das gemeint ist, mache ich jetzt hier in dem nächsten Schritt so ein bisschen ausgegraut, weil man das in der Regel nicht so schreibt, weil man ja weiß, was gemeint ist und sich die Schreibarbeit dann ersparen möchte. Und zwar x kann man hinschreiben als x hoch 1, das ist ja mathematisch das gleiche. Und a 0 kann man mit einer 1 multiplizieren und alles hoch 0 ist 1, deshalb ist a 0 mal x hoch 0 das gleiche wie a 0 selbst. Deshalb passen die Indizien hier von diesen Vorfaktoren zu den Exponenten von x. Ja, das ist jetzt das ganze Geheimnis, weshalb man jetzt die Umbenennung hier so machen möchte. Ähnliche Umbenennung können wir bei den quadratischen Funktionen machen. Das waren Funktionen, wo die Funktionsgleichung sich so schreiben ließe. Wir hatten irgendeine Zahl multipliziert mit x² plus b mal x plus c. Und die Umbenennung hier würde dann so lauten, das a ersetzen wir durch a2, das b durch a1 und das c durch a0. Dann passen wieder die Indizien von den Vorfaktoren zu den Exponenten von x. Der nächste Schritt, den man hätte machen können, wären die sogenannten kubischen Funktionen. Fast das gleiche wie die quadratischen Funktionen. Es kommt einfach nur ein Summand dazu, wo man x hoch 3 hat, multipliziert wieder mit irgendeiner Zahl. Wir möchten uns aber jetzt nicht die Eigenschaften von kubischen Funktionen anschauen, sondern unser Ziel ist eigentlich, das noch weiter zu verallgemeinern und nicht irgendwie zu jedem neuen Exponenten sich einen neuen Namen zu überlegen und zu schauen, welche Eigenschaften wir dort haben, sondern wollen direkt alle Funktionen eines bestimmten Typus gleichzeitig betrachten. Und so kommt man jetzt zu den ganz rationalen Funktionen von dem Grad n. Und dabei ist n eine natürliche Zahl, also 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Irgendwas dieser Form. Und dann kann man eine ganz rationale Funktion n-Grades so hinschreiben oder beschreiben mit der Funktionsgleichung f mit f von x ist gleich irgendeine Zahl multipliziert mit x hoch n plus irgendeine Zahl multipliziert mit x und dann ziehen wir von den Exponenten wieder 1 ab plus irgendeine Zahl multipliziert mit x, wo wir 2 von den Exponenten n abziehen und so weiter und so fort. Diese Pünktchen bedeuten hier, dass da noch weitere Summanden irgendwie kommen. So, und dann am Ende steht dann a2 mal x hoch 2 plus a1 mal x plus a0. Und das wird jetzt so eine allgemeine Fortsetzung davon, was wir hier gemacht haben. Ja, bevor wir jetzt zu den Potenzfunktionen kommen, gucken wir uns ein paar Beispiele von ganz rationalen Funktionen an. Zum Beispiel eine Funktion fünften Grades, Funktion f mit f von x. Und dann hätte man a5 durch 42 ersetzen können. Dann hätten wir was Konkretes hier. Plus 3 mal x hoch 4, 7,3 mal x hoch 3 plus Wurzel 2. Das ist auch eine
Zahl multipliziert mit x Quadrat minus 7x plus pi, auch das ist eine reelle Zahl, wäre erlaubt. Das wäre also eine bestimmte Funktion fünften Grades. Ein weiteres Beispiel wäre eine Funktion zweiten Grades, zum Beispiel f mit f von x ist gleich x Quadrat minus 2x plus 3. Und eine Funktion zweiten Grades, eine ganz rationale Funktion zweiten Grades, ist gleichzeitig eine quadratische Funktion. Also lineare Funktionen und quadratische Funktionen gehören jetzt zu dieser Familie. So, was ist nun eine Potenzfunktion? Potenzfunktionen sind, deren Vorschriften sind diese einzelnen Summanden hier. Ja, das ist auch der Grund, weshalb wir uns überhaupt mit den Potenzfunktionen meiner Meinung nach intensiver befassen wollen. Ich bin der Meinung, dass sie alleine in der Natur oder bei den Vorgängen in der Natur relativ selten alleine vorkommen. Sie tauchen aber auf, wenn wir irgendwelche ganz rationale Funktionen haben als Bestandteile. Und oft kann man das Verhalten dieser ganz rationalen Funktionen mit diesen Potenzfunktionen beschreiben. So, was ist also eine Potenzfunktion? Eine Funktion f, deren Funktionsgleichung sich als f von x ist gleich a mal x hoch n mit a eine reelle Zahl und n eine natürliche Zahl schreiben lässt, heißt eine Potenzfunktion n-ten Grades. Wir wollen uns nun ein paar Graphen von Potenzfunktionen anschauen. Dazu habe ich in GeoGebra eine Datei namens Potenzfunktionenplotter erstellt. Den Link dazu schreibe ich in die Beschreibung, falls das jemand selbst ausprobieren möchte. Es ist eigentlich ein sehr einfaches GeoGebra-Blatt. Was kann man damit machen? Also man kann hier, so lassen wir das hier kurz laden, den Grad der Potenzfunktion hinschreiben und man kann den Faktor von dem x selber auswählen. Und dann wird noch automatisch eine Funktion g mit g von x generiert, wo der Vorfaktor gleich 1 ist. Ja, also wenn wir jetzt hier den Grad der Funktion hier ändern, sagen wir Grad 5, ja, wird eine Funktion generiert mit der Vorschrift 2x hoch 5 und g von x ist sozusagen so eine Referenz mit der Funktionsvorschrift x hoch 5. Man kann es auch hier aus- und einblenden. Außerdem kann man in dem Graphen direkt den Wert an der Stelle x gleich 1 ablesen. Da wird der Punkt markiert und das gleiche an der Stelle x gleich minus 1. So, fangen wir mit einer Parabel an. So eine Funktion mit der Vorschrift 2x². Wir sehen, dass wenn a gleich 2 ist, ist unser Graph, der blaue Graph, schmaler als der Graph von g. Wenn wir a noch größer machen, ist dieser Graph noch schmaler. Was noch zu beobachten ist, der Graph geht durch den Punkt 1, 4 und minus 1, 4. Also der Wert von a wird irgendwie getroffen. Wenn wir a kleiner als 1 machen, zum Beispiel 0,5, ist der Funktionsgraph breiter als unsere Referenz. Wenn wir ihn negativ machen, wird er plötzlich nach unten geöffnet. Und wenn wir jetzt kleiner als minus 1 diesen Vorfaktor machen, ist er dann nach unten geöffnet und immer noch schmaler als unsere Referenz. So, wenn n gleich 3 ist, sieht die Sache ähnlich aus. Ich mache mal hier n gleich 2. So, auch hier ist unser blauer Graph schmaler, wenn a größer als 1 ist. Auch hier treffen wir den Punkt 1, 2, also 1 und den Wert von a. Wenn wir a nochmal erhöhen, treffen wir wieder 1, 3 und der Graph ist nochmal schmaler geworden. Wenn wir im Bereich von 1 bis minus 1 uns befinden, sind wir wiederum breiter als unsere Referenz. Das gleiche gilt, wenn wir ein negatives Vorzeichen haben. Auch da haben wir breitere Graphen.
Wenn der Exponent hier ungerade ist, haben wir wiederum einen Verlauf von positiven ins negative, haben einen Vorzeichenwechsel der Werte von positiven Werten in negative Werte. Wenn das Vorzeichen positiv ist, ist das Ganze wiederum andersherum. Wir haben einen Vorzeichenwechsel der Werte vom negativen ins positive. Ist n gleich 4. Und a positiv ist es so ähnlich wie bei den quadratischen Funktionen. Das Ding ist dann, also die Parabel vierten Grades ist nach oben geöffnet. Wir haben nur nicht negative Werte, das heißt positive Werte und die 0. Wenn a größer ist als 1, ist der Graph schmaler als unsere Referenz. Ist a negativ, haben wir nur nicht positive Werte, das heißt negative Werte und die 0. Und dann gucken wir uns zum Beispiel noch einen weiteren Exponenten, der ungerade ist. Und dann setzen wir a auf zum Beispiel 2. Auch hier ist der blaue Graph schmaler als unsere Referenz. Es sieht ähnlich aus wie der Graph der Funktion dritten Grades. Auch hier haben wir Vorzeichenwechsel der Werte bei der 0 von negativen ins positive. Wenn unser Fogfaktor negativ ist, haben wir wieder einen Vorzeichenwechsel von positiven ins negative. Und auch hier wird bei p gleich 1 die minus 2 getroffen. Auf der anderen Seite bei x gleich minus 1 wird wiederum das Negative von a getroffen. All diese Eigenschaften wollen wir nun notieren. Also wir haben eine Funktion f mit einer allgemeinen Vorschrift a mal x hoch n, also irgendeine Potenzfunktion von Grad n. So, der Graph von f geht durch den Koordinatenursprung, weil f von 0 immer gleich 0 ist. Dann, falls der Exponent n gerade ist, dann geht der Graph durch die Punkte 1a und minus 1a, da f von 1 gleich a ist und f von minus 1 gleich a ist. Das ist hier die Schreibweise f von 1 und f von minus 1 ist das gleiche und das ist gleich a. Ferner, falls der Exponent n gerade ist, dann ist der Wertebereich die reellen positiven Zahlen und die 0. Wenn a positiv ist, beziehungsweise alle negativen Zahlen und die 0, falls a kleiner als 0 ist. Wenn der Exponent ungerade ist, dann geht der Graph durch die Punkte 1a und minus 1 minus a, da f von 1 gleich a ist und f von minus 1 minus a ist. Falls der Exponent n ungerade ist, dann wechseln die Funktionswerte an der Stelle x gleich 0 das Vorzeichen von minus nach plus, falls a größer 0 ist, beziehungsweise von plus nach minus, falls a kleiner als 0 ist. So, der Faktor a heißt Stauchungsfaktor, falls wir im Bereich von minus 1 bis 1 liegen, was bedeutet, dass ein Graph gestaucht ist, das bedeutet, der Graph von f ist breiter als der Graph von g mit gx. G von x ist gleich x hoch n, also wie unsere Referenz in der Datei. Falls a nicht in diesem Bereich liegt, sprechen wir hier von einem Streckungsfaktor und der Graph von f ist schmaler als der Referenzgraph g und wir sagen, dass der Graph von f dann gestreckt ist.